So, Mahlzeit aus der Art Pension. Eigentlich müsste ich ja ein bisschen mehr so im Norddeutsch Platsch schnacken, ne? Aber ich krieg mein 12 Jahre Wuppertal hinterlassen ihre Spuren. Boah, Mahlzeit. So, sauber in der Art Pension. Ungewöhnliche, aber legitime Putz- und Haushalts- und Reinigungstipps und so weiter. I am the new Putzgangster. Heute zeige ich euch dieses wunderbare Dingsbums, für das ich oder von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Für die Wäscheleine ist das, wo man so Kleinteile dran aufhängen kann und wie wir ganz schnell unsere Kleinteile trocken kriegen, wenn es draußen regnet und kalt ist. So, das Ding ist erstmal dieses jetzt mal hier da, doch, da. Guck mal, cool hier voll die. Kann man dann so, wenn der leer ist, kann man den zusammenklappen, ganz schmal, lässt sich im Schrank verstauen. Und wie ihr gesehen habt, das Ding hängt einfach an der Gardinenstange über der Heizung. Optisch der Knaller. Und was ich sagen muss, also gestern mal hingehangen, heute schon alles trocken. Ja? Also gestern Abend hingehangen, heute Morgen alles trocken. Alles gut. So. Nochmal zeigen. Und da das Ding ja nur begrenzte Klammern hat, also vielleicht jetzt so, ne, jetzt mal 20, naja, vielleicht 25 Klammern, haben wir uns einfach gedacht, ne, hängen wir dann auch einfach schon mal so zwei, drei Socken aneinander, ne, frei nach dem Motto der Wäsche Wonderwall, ne, look at this, so, look, look, ne, zwei, drei Socken untereinander, dann hier haben wir die ganze Pendösel, alles in ein Ding. Ne? Und wenn man das so macht, weil die warme Luft von der Heizung steigt ja nach oben, dann klappt das wunderbar. Ne? Wir können das also gleich wieder abhängen. Und es war jetzt optisch keine Belastung, weil man ja in dem Raum dann auch nachts schläft und dann ist alles gut. Luftbefeuchtung in einem ist inklusive. So, also nochmal das schöne Ding, auch nochmal von unten. So, jetzt guck mal hier. Voller Dinge, ne? Voll geknallt. Gut, dann bis bald.